So, und herzlich willkommen zurück zur nächsten Folge Skyrim und zur letzten Folge aus der Aufnahmesession jetzt von Skyrim. Julia ist schon im Bett. Wir sind natürlich im Together-Modus, aber Julia ist schon im Bett. Und deswegen haben wir Elena dabei. Die ist genauso wie Julia, nur die redet weniger. Sinnvolles Zeug. Weniger sinnvolles Zeug. So, weiter geht's. Wir suchen jetzt Teufdiers Schatz. Und das ist ein Destillierkolben, den der irgendwo verloren hat. Den wir irgendwo finden müssen. Ich vermute, irgendwo, wo wir schon drinne waren. Ich hoffe zumindest, dass es so ist. Ja, wo soll er sein, gell? Ich sehe da keine Markierung und nichts. So, ich habe das bestimmt nicht aktiviert, ne? Den verschiedenen Marker auf jeden Fall, der ist aktiv. Doch, und der ist auch aktiv. Ja, das ist natürlich doof, ne? Ja, dann ist es wahrscheinlich so eine Quest, den findest du mal irgendwo das Ding. Oder wie? Habe ich das zu verstehen? Ich habe keinen Marker und nichts. Wir können mal hier weggehen. Vielleicht haben wir Glück. Dass nach einer Schnellreise der Dings wieder geht. Ich reise mal nach Riften. Und wenn das nämlich nicht klappt, dann machen wir einfach in Riften die Krelka-Quest. Die schieben wir auch schon ewig vor uns her. Und dann muss ich erstmal lesen, wo man den. Oh, hallo? Wo das. Hallo? Wo man den ungefähr findet. Den Destillierkolben. Weißt du, dass ich das schon mal irgendwo gesehen habe? Auf irgendeinem Marker. Irgendwo habe ich den Marker schon mal gesehen. Das ist wie als wenn es hier oben drauf wäre, aber ich habe da keinen Marker, ich weiß nicht. Da muss ich das mal lesen. Wir machen mal keinen Blödsinn jetzt am besten. Ich werde einfach die Krelka-Quest aktivieren, mal gucken, ob das besser funktioniert. Ja, schon langsam präsig sich im Kopf. Verschiedenes. Hole Krelkas Beutel von Nirjane zurück. Jetzt kann ich auch mal die gekriegt haben, die Quest. Ach, lustig. Ein Windhelm oben. Ich habe keine Reiseausrüstung mehr, oder? Ja. Okay, wir stellen uns mal schnell hierher. Wie kann eine bescheidene Dienerin von Talos euch behilflich sein? Aktuell gar nicht, danke. Was? Ja? Nicht, dass die wir Stress machen schon wieder hier. Ein bisschen Holz hacken schnell. Leder müssen wir noch dabei haben. Schmuckstücke wie nur die legendären. Ich glaube nur am Holz hat's gehangen. Yul seems to be well-meaning, but she might be tangling with the wrong people here in Riften. The city's corruption seems to run deep. Ja. Schützt euch richtig. Unser Fleisch ist garantiert sauber und frei von Felsenhaxe. Frei von Felsenhaxe, sehr gut. Brandschei,
Habt ihr schon von Helden gehört? Schönsten Schmuck und erlesene Edelsteine. Ein Drache hat es bis auf den Grund niedergebrannt. Ja, ich habe es gehört. Ganz Himmelsrand weiß es wahrscheinlich schon. So, komm. Muss reichen. Glaubt ihr, sowas könnte hier auch passieren? Könnte ein Drache auch hierher kommen und die Stadt niederbrennen? Ich weiß es nicht. Wir stehen So, haben wir wieder 5 oder 6. Nicht mitgezählt. So. Dann auch noch Windhelm. Windhelm. Weißt du, was wir machen müssen dafür, für den Beutel? Wir müssen uns irgendwo anbiedern, irgendwie. Schätze ich mal. Bei irgendjemanden. You're breaking my concentration. Sorry. Sorry, you're breaking my concentration. Mach mal eine. Ach ne, ich hab keine Dings, aber Kerzenschein kann ich. So, wo ist das komische Rinsel, wo wir hin müssen? Da ist der Marker. Wozu die Eile? Sucht mich morgen auf dem Markt auf. Ihr werdet in ganz Ostmarsch keine besseren Preise finden. Ja, ich bin hier, um etwas zu holen. Ich habe leider keine Ahnung, wovon ihr redet. Ich gebe dir gleich mal keine Ahnung. Hört auf zu lügen, ich weiß, dass ihr ihn habt. Erinnert euch jetzt. 584 Gold. Auf zu lügen. Hier, nehmt das. Abgeschlossen, hole Gregors Beutel von dir zurück. Bringe den Beutel. Echt? Das ist eine geile Quest. Okay, dann wieder ab nach Riften. Rekka ist natürlich die Klamottenverkäuferin in Riften, die so unfreundlich ist. Ich weiß gar nicht, warum wir für die eine Quest machen. Weil die ist immer so unfreundlich. Aber hey, dieses Drachenblut, wir sind für alle NPCs da in dem Spiel. Oh, ihr seid es. Wollt ihr noch mehr aus mir herauspressen? Seid gegrüßt. Wie kann ich euch helfen? Ja, alles ich gut. Ich habe Mjoll noch niemals so durcheinander erlebt. Diese Stadt geht dir wirklich an die Nieren. Oh, ich hab's dir doch geholfen. Helga ist noch nicht da. Noch kurz warten, wie spät ist es? 7.51 Uhr. Händler machen eigentlich um 8 auf oder von 8 bis 8. War das so? Ich glaube. Dann warten wir kurz mal. Eine Stunde. Also, ey, Kräker. Wollt ihr euch den ganzen Tag nur umsehen oder eine Rüstung kaufen? Hier ist euer Beutel. Ihr solltet doch keine Fragen stellen. Hier ist eure versprochene Belohnung. Kauf und Verkauf edler Schmuckstücke. Hier, abgeschlossen. Sieh an, ihr tragt ein Amulett von Mara. Wollt ihr damit sagen, dass ihr noch zu haben seid? Oh. Oh. Wieso habt ihr denn Interesse an mir? Es ist angenehm mit euch. Mehr als angenehm. Was denkt ihr? Würde euch ein gemeinsames Leben gefallen? Tränke, exotische Zutaten. Nein. Dann verschwende ich meine Zeit. Ob das schon mal ging, weiß ich nicht. Aber auf jeden Fall ist die, also die ist schon ziemlich nervig. Also nicht, die ist nicht nervig, aber die ist aggressiv irgendwie. Was gibt's denn? Nicht. Kauf und Verkauf edler. So, schauen wir mal, was wir noch in unserer verschiedenen Liste haben. Kommen die jetzt her? Dritter Hügelgrab. Wir bringen das Buch zurück. Stücke. Hab ich doch aber schon. Jetzt noch nicht rausgelöscht, glaube ich. Hier alle Queste. Ich habe kein Buch für den. Ich wüsste jetzt zumindest nicht welches. Aber gut. Schauen wir mal weiter im Questlog, was wir noch haben. Glasbarsch brauchen wir. Ah, ich habe vorhin überlegt, was wir für Fische noch brauchen für den. Für die Frau. Objekte.
Mach mal hier und dann Glas. Such Glasbarsch. Ne, habe ich noch nicht gefunden. Muss man wirklich mal angeln, glaube ich. Aber das ist nicht die richtige Zeit, weil da müssen wir den Spiel, den Clan nochmal neu starten. Weil diese ganzen Creation Club Sachen, wie Angeln, funktionieren hier im Together-Modus nicht. Also im Together-Mod nicht. Lage die beste im Grünquelllichtung. Soll das sein? Wie viel schwarze Zähne? Ich habe vorhin beim, habe ich das weiß gefleckte Pferd gesehen. Finde und zähle das weiß gefleckte Pferd. Aber da habe ich jetzt keine Lust dazu. Hätte ich gesagt. Müssen wir irgendeine Lieferung freigeben? Säubere die Fokuspunkte für magische Energie in der Akademie. Das ist aber seltsam, die haben wir da schon. Besuche, unterhalte dich mit Reta über einen Besuch im Tempel der Göttlichen. Ah, das war in, das war die Frau, die eine Frau war das. I have heard of the face sculptor here, but I'm suspicious of her methods. I don't think any of it has been documented. Stimmt. Gesichtsformer. Skeptisch. War eine Einsamkeit oben, ne? Ja, das war eine Einsamkeit oben. Ja, komm. Kleine Schnellreise. Na, gucken wir mal, ob wir die rankriegen. Wenn nicht, kann ich sie ran teleportieren. Weil, die ist wohl verbuggt, die Quest, teilweise. Mal Move to Player und dann können wir die jetzt nicht kriegen, die Frau. Und zeigt nämlich schon wieder raus aus der Einsamkeit die Questmarker. Die soll aber öfters verbuggt sein, die Quest. East Empire Company Warehouse. Ich zeig die Quest wieder so schräg vorbei hier oben. Aber da ist doch nicht. Selbst wenn die in dem Turm da drin wäre. Da komme ich doch gar nicht hin. Oder? Nee. Ach. Jetzt nichts. Wir wollen das ja zusammenspielen, das Spiel. Und wenn ich jetzt hier eine kleine Cheatung machen muss, weil irgendein NPC verbuggt ist, dann ist es halt so. Und ihr gehört hier dazu. Genauso wie ich. Und, ja. Turn to Grace. Warte mal. Gucken mal. Ich geh mal wieder rein. So, da will ich mal kurz gucken. Help. Kreta 0. Dialog. NPC Kreta, hier ist er. Nur kurz noch mal gucken.
Muss ich nur noch mal ganz kurz gucken, wie man den NPC ranteleportiert. Mache ich also ungern im Stream oder in der Aufnahme. Aber ich weiß nicht, wie es. Move to Player. Ja, klar. Ohne das Feuerfest wäre Einsamkeit nicht die gleiche Stadt. Wir schulden euch unseren Dank. Gerne. Das ist echt nice. Dass die immer über dich reden. Das wird nicht gehen, denke ich mal. Ich probiere es mal. Ja, den NPC findest du nicht. Die sehen anders aus, die IDs von NPCs. Schwierig. Ja, dann lass mal die aus mal weg. Dann mache ich das nach dem Stream, also nach der Aufnahme. Guck ich mal. Das ist so ein Standard-Bug. Was kann man noch machen? Finde mehr Einzelheiten zur neuen Pferde der Banditen. Pff, warum nicht? Wenn wir irgendwie da eine Quest hin haben. Wieder kein Questmarker, ne? Komisch, manche verschiedene Questen. Bringe den Beutel zu Bern nach Dunkelwasserkreuzung. Ich habe das Gefühl, die habe ich auch schon gemacht. Hätte die nur nicht rausgelöscht, scheinbar. Ne, da habe ich wirklich eine Markierung. Mache ich mal eine Schnellreise hin. Ich habe keine Ahnung, wie viele Reisepäckchen ich noch habe. Ah, das ist gerade Nacht. So ein Beutel, verdammt. Habe ich gar nicht erinnert an irgendeinen Beutel. Oh, bleib stehen. Bern. Früher hat mir Anneke bei der Minenarbeit sehr oft geholfen. Doch heute ist sie ein richtiger Rabauke geworden. Ich habe ein Paket von Selgia für euch. Es ist schade, dass unsere Tochter die Reise nicht selbst antreten ah, konnte. Ah, ich erinnere mich, glaube ich. Wenigstens denkt sie noch an uns. Ich wäre euch sehr dankbar, wenn ihr es ihr für uns zurückbringen könntet. Na klar. Bis zum nächsten Mal. Bringe den Beutel zu Bern nach Dunkelwasserkreuzung, kehre zu Selgia zurück. Ich erinnere mich, die hat uns gefragt, ob wir ihrem Vater was bringen können. Ne? Die Minenarbeiter waren das. Waren die Minenarbeiter. Die sind hier um die Ecke. Sehr lustig. Ich mach trotzdem eine Schnellreise hin. Dann schaffen wir vielleicht noch eine Quest oder noch eine Quest. So ein paar einfache Sachen weggearbeitet hier, das ist, glaube ich, auch nicht das Verkehrteste. Aber wir müssen auf jeden Fall noch ein paar Reisepäckchen machen. Ich glaube, da kann ich jetzt gerade nicht rein, oder? Nee. Hier eine Schmelze, ja, eine Schmelze ist hier, oder eine Schmiede ist hier, eine Schmiede. Ich lüge nicht. Ich habe das Heulen der Werwölfe selbst gehört. Die Legenden ja, sind wahr. Ich weiß, ich war dort. Ich war Werwolf. Ich habe nur das wieder abgelegt, weil das doof ist. Warten kurz den Tag hier ab. 3 Uhr AM, das heißt 7 Stunden. Keine Ahnung. So. Ach, diese Mine, die ist am Arbeiten. Rotbauchmine, ah ja, Rotbauchmine, ich erinnere mich.
gar nicht so lange her, wo ich da das Thumbnail für gemacht habe. Ey, gute Frau. Willkommen in Schorstein. Ich bin zurück aus Dunkelwasserkreuz. Na ja, anscheinend hat er den Beutel mit lauter Briefen zurückgeschickt. Ich freue mich darauf, sie zu lesen. Ich bin euch dankbar für die Zustellung. Hier, ich möchte euch das geben. Ich bestehe darauf. Ein goldener Ring, oh. Wir haben sonst alles schon gehört von der. Es war mir ein Vergnügen, danke. Ja, mir auch. Waren wir auch schon drin, wir haben hier die Spinnen rausgekillt. Egal, jetzt, ich brauche jetzt auch keine Ärzte im Moment. Und wenn, dann würde ich, glaube ich, aktiv da loslaufen dafür. Also nicht, da würde ich jetzt nicht hier in der Folge jetzt rumgraben. Das macht nicht so viel Sinn. Die Frage ist, wie viel Reisebäckchen ich jetzt noch habe. Wahrscheinlich keine mehr und ich muss es laufen. Zwei Stück. Okay. Also können wir noch welche herstellen, das ist gut. Wir könnten mal nach... Eigentlich können wir mal nach Fluss laufen, ne? Machen wir schon ewig nicht mehr. Falkenring. Helgen. Ah, das gute alte Flusswald. Da wollte ich hin. Und da können wir uns mal... Da haben wir angefangen, das war schön damals. Das ist jetzt hier, ich keine Ahnung, wie viele Folge das ist, aber ich denke mal so 220 sind wir jetzt. Sowas in dem Dreh, 218, 217. Das ist schon eine ganze Zeit her, ne, wo wir das letzte Mal hier waren. Und, mach kurz Tag. Das ist schon eine ganze Weile her, wo wir hier den ersten Drachen gesehen haben und aus Helgen geflohen sind. Mit wehenden Fahnen. Was fehlt? Wahrscheinlich Fackeln. Ja, Fackeln fehlen. Und Feuerholz. Weißt du, habe ich hier noch offscreen. Was auch immer ihr benötigt. Bei Ismir, wenn es einfach und stark ist, kann ich es schmieden. Jo. Offscreen habe ich hier noch Holz gehackt und das Holz verkauft. Ich dachte, das ist eine geile Idee, Geld zu verdienen. Ich erinnere mich noch. Und am Anfang waren die ganzen NPCs nackt, weil die Mods nicht richtig hingehauen haben. Und da habe ich das mit dieser Mod-Reihenfolge noch nicht so durchdrungen gehabt, das ganze Thema. Das war auch noch in Zeiten. Das war lustig. Ich habe ja irgendwie 3 Tage irgendwie rumgemerkt, bis die Mods so weit waren, dass das spielbar war. Und dann haben wir noch einen Abend noch einen Teststream gemacht. Also die Vorbereitungszeit für das Skyrim Let's Play war echt extrem lange, so gesehen. Und jetzt haben wir schon bestimmt 130, 140 Quests gemacht, insgesamt. Und haben schon eins gesehen, wo wir auch nichts gesehen haben. Weil die Hauptquest ist quasi noch in Akt 1 jetzt. Wir sind in der letzten Quest in Akt 1. Und sonst haben wir nur Nebenquests gemacht. Nur Nebenquests jetzt. Und alles kennengelernt. Die ganze Welt von Skyrim. Ich muss sagen, ich bin an sich ein bisschen verliebt in das Spiel. Wirklich. Also, und ich denke mal, das sieht man auch, weil wir ja wirklich zweimal in der Woche abends hier immer spielen. Und das schon seit Monaten quasi. Eine neue Klinge? Ja, es geht noch. So. Reiseausrüstung. Mal ein bisschen Leder abkaufen. Dem Kollege. Was auch immer ihr benötigt. Bei Ismir, wenn es einfach und stark ist, kann ich es schmieden. Was soll ich verkaufen, mein Freund? Schützen oder Schaden austeilen? Ja, ich brauche Leder. So nehme ich alles. Reifen nehme ich auch alles. Heißt drauf, Geld ist nicht mehr so wichtig.
Wobei ich aber gedacht habe, wir neulich, ja, wir haben genug Kohle und dann aber immer muss man Haus kaufen für, was nicht, 25.000. Ich dachte so, oh. Ach, das Haus wollen wir uns noch angucken. Das werden wir noch machen jetzt. Gleich. Ja. Gute Idee. Also müsste das mal reichen jetzt. Ja. So, wir müssen dann noch ein bisschen Klamotten schmieden und so. Das würde ich aber vielleicht, können wir vielleicht auch noch gleich machen. Daedrische Ketten wollte ich machen. Und dann ein bisschen, ja, ein bisschen Verzauberung drauf. Toller Plan. Aber jetzt gucken wir uns erstmal schnell in Riften. Ich weiß, wir waren eben schon in Riften, aber wir haben hier noch eine Quest. Und zwar, wir haben uns ein Haus gekauft in eben in vor drei Folgen. Oder vor zwei Folgen. Und da möchte ich gerne mal reingucken. Bisschen durcheinander jetzt, die letzte Folge. Das war ja auch schon ein bisschen präsig, bin ehrlich gesagt. Bin schon nicht mehr so fit am Start. Ich glaube, wir müssen nächstes Mal auch Frühschluss machen. Das war Betritt irgendwie. Ah ne, das war hier oben. Schattenheiligtum. So, in die Richtung. Ich mache mich Hilfe! Staub. Jemand muss mir helfen. Dreckiges Diebesgesindel. Ist da jemand? Dreckiges Diebesgesindel. Halt, Dieb! Dreckiges Diebesgesindel. Wow! Ich mach mal nicht mit, ehrlich gesagt. Ihr seht aus, als könntet ihr ein Getränk vertragen. Wie wäre es mit einem günstigen Met? Ich vermute, ihr belästigt mich aus gutem Grund. Beim Reich Maven. Des Vergessens, was wollt ihr? Aus Nichts. Dem Weg. Ich verkaufe den besten Met der Stadt zu einem günstigen Preis. Interessiert? Verkauft ihr billigen Met? Nein, nein. Ihr versteht das falsch. Ich verkaufe keinen billigen Met. Ich verkaufe guten Met billig. Schwarzdornmet. Ich verkaufe die Kisten für die Hälfte dessen, was die Gasthäuser und Tavernen an die Brauerei zahlen. Ich brauche nur jemanden, der den Met für mich liefert. Wenn die Leute sehen, wie ich Rifthorn verlasse, könnten sie misstrauisch werden. Okay. Jemand muss dieses kleine Fass Schwarzdornmet zu Wilhelm ins Gasthaus Wielemühe in Ivarstadt bringen. Oh ja. Wenn ihr es abgebt, bekommt ihr etwas für die Lieferung. Behaltet es als Entschädigung für die Lauferei. Oh, und falls ihr Indarin aus der Brauerei trefft, haltet den Mund. Er würde uns sofort verraten. Okay. Auf jeden Fall, das wäre illegal. Okay, in Ordnung, gut, ich mach's. Ja. Dann legt mal los. Wir sind ja immer noch so mal Diebesgilde. Ich hab große Lust, den zu verraten, ehrlich gesagt. Ich glaube, ich werde ihn verraten. Ich glaube, ich werde ihm verraten. Die Idee finde ich gut. So, die Hütte müsste da unten irgendwo sein, denke ich mal. Wir haben ein Haus gekauft. Und die scheint, das Haus scheint im Rattenweg zu sein. Wanna scratch my back? Will der Rücken nicht kratzen. Seinen Rücken selber, du Ekel. It can be dangerous in the rat way, so be careful. I found a few interesting ingredients down here, such as fairly rare species of mushrooms. Okay. Sehr gut. Ach, hier ist das. Guck mal hin. Schattenfuß Heiligtum. Ich hab's damals für einen Dungeon gehalten. Aber ist ein Haus. Ja, wir wohnen jetzt hier, meine Gute. Mensch, das ist ja. Das ist ja herzallerliebst, die Bude. Schlecht. Alter, ist doch ernst? Für 7.500? So ein Schrott. Obwohl, jetzt geht's. Hier geht's aber echt. Taurus-Pastetenrezept.
nehmen. Oh, da ist noch ein Buch drin, was ich gar nicht kenne. Auch noch ein Buch, was ich nicht kenne. Was ich noch nicht gelesen habe, zumindest. Oh, hier ist das Bett. Zwei Betten. Aber hier unten kann ich keine Kinder wohnen lassen, sorry. Das ist auch so ein fertig eingerichtetes, was du nicht, wo du nichts machen kannst. Das ist mehr oder weniger wahrscheinlich nur als Rückzugsort gedacht. Oh, mal kleines 12-Stunden-Schläfchen. Mal gucken, was passiert. Ja, ist alles in allem nicht schlecht, aber ich glaube, wir werden es fast nie benutzen. Aber ich hätte gerne alle Häuser, die es gibt, die es zur Verfügung gibt, die hätte ich schon gerne. Irgendwie. Von daher, alles gut. Gut, dass wir es jetzt gekauft haben. Ja, weiß ich nicht, Kinderzimmer. Ich will hier unten keine Kinder wohnen lassen im Schlamm. Höhlenbärenpelz, Elchfell, Erbgestell. Ich glaube, hier kann ich Werkbank. Kann ich auf jeden Fall Dinge herstellen. Brackwasser schwimme ich hier rum. Dass so gesund ist. Das ist eine Leiter, wäre da gewesen. Hier geht's wieder runter. Ja, weiß ich nicht. Ist halt auch zu kompliziert, hier runterzukommen. Oder gibt es hier einen Reisepunkt dann? Mal gleich mal gucken, wenn wir draußen sind. Wenn es dann Schnellreisepunkte gibt, dann kann ich, da kann man drüber reden, dass man ab und zu mal hierher geht. Aber sonst. Ja, das ist der richtige Weg. Nicht so einfach, sich unten zurechtzufinden, finde ich. So, auf nach Riften. Jetzt haben wir quasi zwei Häuser in Riften. Das war das erste. Ich kann euch auch das zweite nochmal schnell zeigen. Arun, wie geht's dir? Hey, schön euch zu sehen. Wir sehen uns. Kann sein, dass der uns neue Questen gibt, wenn wir ein anderes Level haben. Es gibt ja Questgeber, die geben dir erst Level bei 9, Level 90. Ich weiß nicht, was mit dem stimmt. Also der hat, gefühlt hat er noch eine Quest. Was benötigt ihr, mein Freund? Hallo. Passt okay, auf euch auf. Na klar. Die kennen wir, der haben wir auch schon abgefrühstückt. Und viel gemacht. Honigheim. Das ist die Bude. Das ist die zweite Bude. Also die immer dafür gekriegt haben, dass wir jetzt Tane sind. Die Was Frau gehört auch dazu. Ihr mein Tane? Nichts. Die wohnt hier. Genauso. Also ist auch nichts Besonderes irgendwie. Finde ich. Hier kann man zwar gut verzaubern und so, aber hier gibt es auch nichts zum Ausrüsten. Also keine Ausrüstungspuppen oder so. Oder das Zeug ausstellen können. Also gefällt mir das Design aber irgendwie nicht so richtig von der Hütte. Es gibt allerdings, außen gibt es ein kleines Beet. Das finde ich ganz cool. So einen kleinen Garten gibt es da. Und Riften ist eigentlich eine schöne Stadt, wenn hier die Liebesgilde nicht wäre. Hier gibt es so einen kleinen Garten. Wo wir so ein bisschen Schittchen anpflanzen. Aber ich glaube, hier gibt es, weiß nicht, ob man den Vogt einstellen kann. Ich glaube nicht. Von daher ist nicht so wild. Am vielversprechendsten war irgendwie noch in Einsamkeit oben. Werden wir jetzt auch ausloggen, denke ich mal. Dann denke ich das nächste Mal vielleicht dran, die Quest zu aktualisieren. Und da oben dann mal zu gucken mit dem Haus. Irgendwie diesen Ausrüstungspuppen, ob ich die irgendwie bauen kann. Dann so einen Raum komplett so als Ausrüstungspuppen, wo ich die ganzen Schwerter und alles herausstellen kann. Wann die Hütte? War doch hier irgendwo, oder? Zwinkern das Cleaver.
Ihr und ich, wir sind hier die Einzigen, die nicht vollkommen verblödet sind. So. Kram mit Charme. Bester Laden im ganzen Spiel, ohne Witz. Wirtswein, der Geschmack von Heim und Herd. Die Wirtsweinlieferung muss man auch noch freigeben lassen. Ah, hallo. Hallo. Sieh an, ihr tragt ein Amulett von Mara. Mhm. Wollt ihr damit sagen, dass ihr noch zu haben seid? Wieso seid ihr interessiert? Es ist angenehm mit euch. Mehr als angenehm. Was denkt ihr? Würde euch ein gemeinsames Leben gefallen? Generell ja, aber aktuell nicht, nein. Dann verschwende ich meine Zeit. Sorry. So eine Elfe wäre schon cool auf jeden Fall. Also als Frau. Ich. Hey, wollt ihr Fang spielen? Jetzt nicht, nee, danke. Schön, euch zu sehen. Ich kann nämlich mehr Kinder adoptieren jetzt hier. Wir haben ja alle DLCs, dementsprechend können wir natürlich auch Kinder adoptieren. Ich habe vergessen, wo das Haus ist, na toll. Ach, das ist doch scheiße, echt. Bardenakademie. Einsamkeit gefällt mir auch hier gut. Muss man sich ja noch halt noch ein bisschen gewöhnen, gell, an die ganzen Design und so. Aktuell sind wir ja noch in Dings. In Weißlauf irgendwie verhaftet. Da ist irgendwie mein. Das ist mein Steckenpferd irgendwie. Kommt nicht raus. Irgendwie bin ich da am liebsten. Ich weiß nicht, wir haben uns schon alle Häuser jetzt gekauft hier und Tundra Gute, was ja nicht weit weg ist von Weißlauf. Aber ich bin irgendwie am liebsten im Weißlauf und da logge ich am liebsten aus und da bin ich auch am liebsten, wenn ich einlogge und da tun wir auch immer alles bieten und so, alles im Weißlauf. Muss zwar ein Haufen Laufwege irgendwie, aber irgendwie weiß nicht warum, aber keine Ahnung warum das so ist. War das hier hoch? Ich glaube nicht. Ihr seid Schmied ist hier. Nicht wahr? Kann auch nichts mit diesen klobigen Zweihändern anfangen. Klar, ich bin der Zweihändenkönig, Mann. Könnt ihr nicht vielleicht mein Schwert verzaubern? Mit der stumpfen alten Klinge kann man nicht mal mehr Butter schneiden. Ja, geht doch zum Schmiede oder eine neue, oder? Ganz verzaubern, na klar kann ich verzaubern, aber. Bin ja oder. König hier, da. Der König da. Erzmagier. Das ist die Bude, ich glaube, das ist die Bude. Victoria Witchys Haus. Habt echt vergessen, wo die Bude hin ist, ne? Das ist die Bardenakademie, glaube ich. Ah, ne, das ist es. Gut Stolzspitz. Das ist die Bude. Die gehört uns. Müssen wir mal merken, wie es irgendwo ist. Die finde ich echt cool. Aber gut, vom Design her gefällt mir auch vom der Aufmachung. Hier ist da ein bisschen alles. Mal gucken, dass hier irgendwo, vielleicht kann man da was einrichten, ich weiß nicht. Jetzt hier gibt es Ausrüstungspuppen hier unten, Ausrüstungszeug, hier sind Ausrüstungspuppen. Aber es ist natürlich viel zu wenig. Hier kann man verzaubern. Da geht's schon wieder raus. Die Bude gefällt mir am besten irgendwie. Ist das ein Amulett von Mara, you're wearing? Are you wearing it for me? Die Frage, wir wollten ja auch noch, ich weiß, wir haben vielleicht im nächsten Stream, wird dann wir haben jetzt schon Mittwoch, also nächsten Montag dann quasi, den folgenden Montag, gibt es dann wieder einen Stream und hier kann man die Schwerter auch aufstapeln. Und da werden wir versuchen. Oh, Seelenstein. Und da werden wir versuchen. Dann, wenn Julia im Bett ist, werden wir uns mal eine Frau zum Heiraten suchen. Ich glaube, ich fange mal mit der Elena hier an. Weiß es nicht. So. Und da sind wir jetzt, das ist auch gut, mein Stichwort. Wir werden jetzt an der Stelle auch Schluss machen. Das war's für die Aufnahmesession jetzt hier von Skyrim. Wir sehen uns dann in der nächsten Aufnahmesession, bis in der nächsten Folge wieder. Ich bedanke mich fürs Zusehen und wir sehen uns in Sofengarde.